Aktien machen nur die Reichen reicher und sind sowieso nur was für Millionäre. Rund um die Börse, wie hier am Frankfurter Parkett, ranken sich eine Menge Mythen. Drei davon will ich heute aufklären. Jetzt bei Debunk. Mythos Nummer 1. Aktien. Viel zu riskant. Die FDP-Fraktion will unsere Renten an der Börse verzocken. Was für ein Quatsch. Es gibt doch einen Grund dafür, dass so unterschiedliche Länder wie die Schweden, die Niederlande, Schweiz oder Australien alle auf Aktien in der Altersvorsorge setzen. Und was ist der Grund? Der Grund ist, dass Aktien gerade für lange Anlagezeiträume geeignet sind und dann ihre Chancen entfalten. Denn die Statistik zeigt uns, dass wenn man in der Vergangenheit selbst am Tag eines Crashs verkauft hätte, hat man vorher länger als 15 Jahre angelegt, zum Beispiel in den DAX oder in den MSCI World, also breit diversifiziert, hat man keine Verluste gemacht. Wenn man 20, 30 Jahre anlegt, sind sogar die Gewinne garantiert groß. Das heißt, wenn man lange genug anlegt, dann sind die Risiken null und die Chancen sind groß. Und worum geht es bei der Altersvorsorge? Genau, lange Anlagen über Jahrzehnte. Und deshalb wollen wir mit dem Generationenkapital in die Aktienrente nach schwedischem Vorbild einsteigen. Mythos Nummer 2. Aktien machen die Reichen immer reicher, aber als normaler Mensch habe ich doch gar nichts davon. Die Debatte über Aktien in Deutschland, die leidet immer wieder an denselben Missverständnis. Denn wenn es darum geht, dass die Vermögensschere in Deutschland immer weiter auseinander geht, dann sagen viele linke Politikerinnen und Politiker, ja, das liegt daran, dass die reichen Menschen Aktien haben. Und wenn es dann darum geht, wie zum Beispiel bei der Aktienrente oder bei anderen politischen Maßnahmen, wie wir uns darum kümmern können, dass alle Menschen von Aktien profitieren, dann sagen oft dieselben Politikerinnen und Politiker, Zocken ist kein Konzept für stabile und sichere Rentenfinanzen. Und genau deshalb müssen wir dafür sorgen, mit einer Aktienrente, mit einfachen anderen Möglichkeiten wie am Altersvorsorgedepot, mit guter Finanzbildung an der Schule, dass alle Menschen verstehen, wie sie von Aktien profitieren können. Denn Aktien lohnen sich auch schon mit kleinen Beiträgen, wenn sie nur regelmäßig bespart werden. Mythos Nummer 3, Börse, das ist doch viel zu kompliziert und nur für Profis geeignet. Quatsch, jede und jeder kann in wenigen Minuten auf seinem oder ihrem Smartphone ein Depot eröffnen bei einem der vielen Anbieter, die es heute gibt und ganz einfach an ETFs sparen. Wofür wir aber in Deutschland sorgen müssen, ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger schon in der Schule die Grundlagen darüber lernen. Und ich finde, es kann nicht sein, dass in 13 von 16 Bundesländern man die weiterführende Schule verlassen kann, ohne Grundlagen an Finanzbildung und Börsenverständnis vermittelt bekommen zu haben. Das müssen die Bundesländer endlich ändern. Unser Fazit als Fraktion der Freien Demokraten im Bundestag: Wir brauchen eine bessere Aktienkultur in Deutschland. Jede und jeder muss die faire Chance haben, sich was aufzubauen und eine Rente zu bekommen, die langfristig stabil ist und wo dann irgendwann das Rentenniveau auch endlich wieder steigt. Und dafür brauchen wir den Einstieg in eine Aktienrente, weniger Bürokratie und einfachere Möglichkeiten, in Aktien zu sparen und mehr Finanzbildung in unserem Land.